Willkommen zurück zu Starfield. Wir haben hier in der letzten Folge angefangen, ein bisschen diese Basis auszuräumen. Anscheinend auch nicht komplett, wie man hier sieht. Ich höre nichts. Bewerbe mich hiermit offiziell als Todesschrei Synchronsprecher. Bloß nichts vergeuden. Bloß nichts vergeuden. Schwerer Fehler. Ist das so? Kann man eigentlich durch Fenster schießen? Nein, das sind super Fenster. Kommt mal raus hier. Okay, was macht die KI da drin? Kommen sie nicht durch die Tür? Okay. Ich möchte mich ganz gerne eigentlich das hier benutzen. Kann ich das bewegen? Ja, wenn der Sam daneben steht, ich glaube, der kann gar nicht sterben. Ja, was? Er kommt halt. Dann halt nicht jetzt Sam. Dann geht er rein. Okay, der macht was anderes. Da bist du ja. Jetzt stirbst du. Zeit für ein Tänzchen. Weg, Leute. Weg. Du kriegst mich nicht. Kann ich sagen, kann ich es eigentlich werfen irgendwie? Lolz. Mist. Sie sind weg. Ist jetzt gut, dass wir in die Luft gejagt haben. Ist er gerade eigentlich so rübergezischt? Ist ja geil. Ein Quatsch. So ein Quatsch. Tja. Gut gelaufen für euch, ne? Kiste, wo sein Cutter vergessen hat. Das ganze Lager besteht aber auch nur aus explosiven Gasflaschen. Oh, okay, und ja. Der große Tank, auf den habe ich nicht geachtet. Ich sag's gerade noch, das ist. Dass es gefährlich ist und auf dann selber rein. Ist aber auch eine ganz andere, sah auch anders aus, war viel größer, das zählt alles nicht. Ist unfair. Das Gewehr ist ganz gut. Das gefällt mir. Schloss knacken. Zum Glück beschießen die mich währenddessen nicht. Das ist mal Gangster-Ehre. Wisst ihr? Das ist mal Gangster-Ehre. So gehört sich das. Hmm.
Tja, da haben wir wieder was. Müssen wir erstmal spalten, richtig. Deswegen gab es vorne auch den Cutter, weil man seinen vergessen hat. Das nehme ich immer noch ein bisschen mit. Keine Ahnung, wofür ich das jemals brauchen werde. Aber das war nicht alles. Ein bisschen albern. Lass hier noch, komm her. Kriegst du vielleicht Videoempfang? Ich verpasse meine Serie. Was? Was redest du denn? Was soll das? Muss ich den Scanner wegnehmen, bevor ich es aufheben kann? Ja. Ich dachte, ich kann es einfach so aufheben, mit Scanner in der Hand, aber nein. Wir lösen hier gerade die Geheimnisse des Universums. Und Sam verpasst seine Lieblingsserie. Ja, alles in Ordnung. Also los. Sam, du bist ein Hampelmann. Wo ist eigentlich mein Raumschiff? Ach, ich darf ja nicht schnell reisen. Kopfgeld? Auf uns? Na, wohl die harmlosesten und nettesten Menschen der Welt. Wie kann man denn auf uns ein Kopfgeld aussetzen? Das ist eine Frechheit. Meine Cyberpunk 2077 spielt im Jahr 2077, deswegen heißt es so. Und was da ein bisschen traurig ist, die haben noch keine Taschenlampe erfunden im Jahr 2077. Das Spiel ist sehr atmosphärisch und oft auch dunkel. Das ist auch ganz cool so, aber... Was haben wir denn da hier? Kobalt, Nickel. Ja, whatever. Aber dass es keine Taschenlampe gibt. Vor allem im Cyberpunk-Universum, wo du auch so augmentierte Augen und sowas hast. Auch keine Nachtsicht oder... Nicht Restlichtverstärker oder irgendein Kram. Nee, man läuft da mal durchs Dunkel. Ich frage mich ja immer, ob irgendwann mal jemand Höhlenmalereien von Außerirdischen findet. Ja, werden wir wohl sehen. Naja, auf jeden Fall, das ist mal ein bisschen albern. Oh, hi. Das reicht. Ich will Akilas verlorenem Sohn kein Loch in den Kopf schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu plaudern. Du musst Shaw sein. Ich bin vor allem enttäuscht. Da treffe ich Sam Coe und er guckt mit den Losern von der Constellation durch das Grenzland. Aber du hast es an meiner Crew vorbeigeschafft, die ich übrigens sehr gut bezahle. Ihr habt was aus der komischen Höhle geholt. Wahrscheinlich das, was die Ash da weggehalten hat. Also fehlt mir jetzt ein Versteck. Reden wir darüber, was mir das alles wert ist. Eure Leben, eure Credits. Eins von beiden. Egal. Hast du irgendwie gesehen, dass wir gerade deinen ganzen Außenposten ausgeräuchert haben? Überzeugen, was? Die komische Shaw-Bande? Credits bezahlen? Nee. Tötet sie! Du bist tot! Oh. Was? Das sind die Ashtar! Scheiße! Schießt Achtung, einfach auf alles! Da kommt das Blut in Wallung, ha? Da kommt das Blut in Wallung, ja. Möchtest du auch mal mitschießen, Bodhi? Oder eher nicht so? Ich muss dich leider fertig machen. Ganz wie früher. Das Gewehr ist echt gut. Gefällt mir.
Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Komm hin her. Wo ist denn hier gestorben? Ich will den Shit einsammeln. Irgendwas falsch stimmt. So. Greif zu. Ich miss mal das mit. Das ist bestimmt super. Das ist groß. Deutsche Löcher! Leg dich nie mit einem Co. an. Richtig. Der Sam ist super. Leg dich nicht mit ihm an. Der ist total gefährlich. Hier draußen noch rum, mal weg von mir. Das mag ich am liebsten. Wow, wow, wow. Irgendwelche Minen da. So, sollen wir jetzt einfach zurückgehen oder was ist der Plan? Ich kehre zur Loge zurück. Achso, ganz zurück zur Loge. Haben wir hier den Teil von Aquila schon geklärt. Im Unterhaus mit Amira Wolf. Bier her. Sprich mit Sarah Philburn. Gut, den Außenposten haben wir abgeräumt. Mit den Schauspielern, wenn die uns so kommen, brauchen wir überhaupt nicht verhandeln. Space Cowboys könnten wir jetzt noch ein bisschen was machen. Ich will mal das Artefakt zurückbringen. Das ist eigentlich einfach direkt reisen können. Wir leben noch. Das zählt als Sieg. Wir leben noch. Toll haben wir das gemacht. Kopfgeld. Achso, jetzt habe ich die Dr. Alban-Quest noch ausgewählt. Die wollen wir überhaupt nicht. Zurück zur Loge. Zurück zur Loge, ja. Kann ich denn von hier aus nicht in den Inventar-Screen? So. Nein, stopp. Doch, doch, richtig, okay. Hey, wir sind zurück. Unser neues Familienmitglied hat uns gerettet. Ist jemand verletzt? Du hast Cora aber nicht das Artefakt anfassen lassen, oder? Wir wissen nicht, welchen Effekt es auf Kinder hat. Entspann dich, alles gut. Also dann, stellen wir das Artefakt seinen Geschwistern vor. Er ist eh sehr vorsichtig mit seiner Tochter. Und darum müssen wir uns keine Sorgen machen, der passt da gut auf. Was genau erschaffen wir hier? Es sondert keine Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Vielleicht bauen wir auch eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig ist.
Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Was sollte dann das mit den Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt? Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Hoffentlich finden wir es heraus, wenn wir noch mehr Teile finden. Absolut. Um nach vorne zu kommen, muss man manchmal im Dunkeln tappen. Ich glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Aber sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Klar, Brudi. Ach, und weil es immer mal wieder Thema ist. Mich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Ja klar, die sollte nicht zu Hause bleiben, wenn wir in Piratengebiet oder irgendwo anders hinfliegen. Aber hast du dann meinen... Ich will ihn doch schon prinzipiell dabei haben. Warum nicht? Was meinst du, Cora? Ist schön, mehr Gesellschaft zu haben. Neue Geschichten, neue Daten. Was? Daten? Alles klar. Wir sind dabei. Mal sehen, was die Galaxie noch zu bieten hat. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ach so. Kann ich helfen? Klar, Walter, was ist los? Zugegeben, du hast mich überrascht. Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Ich plane eine kleine Soiree. Okay, interessant. Lass hören. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon. Das heißt, höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Aha. Neon. Ist das in Neon gefährlich? Oh, definitiv. Der freie Markt dort könnte nicht freier sein. Mit Geld bekommt man alles. Und das nutzen wir aus. Die Night City von Starfield. Da bin ich am Start. Dann wäre das abgemacht. Wir müssen in der Stadt vorher bloß noch ein paar Leute besuchen. Hinterher gebe ich dir einen aus. Das wird einfach nicht gut gehen. Nie geht etwas gut in Neon. Das wird ein Kinderspiel, versprochen. Du musst mich bloß nach Neon bringen. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Komm dann an Bord, einfach sofort. Los geht's, meinetwegen. Dann auf ins Woli-System. Oh, ich bin schon aufgeregt. Dein Vater war da. Er wollte wissen, wo du bist. Er hat dir eine Nachricht hinterlassen. Die Eltern sind auch geil. In der Zukunft gibt es also kein Telefon. Ja. Müssen wir vorbeikommen, wenn ich nicht da bin, dann hinterlassen sie mir eine Nachricht. Kann man nichts machen. Mr. Badekappenman sitzt am Kamin. Wo ist denn Andrea? Ich will gleich spätestens am Schiff Andrea wieder als Companion. Die anderen sind alle, also Andrea ist noch ganz cool, der Rest ist alles kompletter Murks. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Ja, Wladimir. Wenn wir gerade hier sind, können wir natürlich auch von Wladimir vielleicht neue Koordinaten zu Tempeln bekommen. Ich will mal kurz erstmal ein paar Sachen verkaufen und einkaufen. Wenn wir hier gerade sind, gehen wir mal. Zum Raumhafen. Können ein bisschen was verkaufen. Und ich will für ein paar andere Sachen. Ich mache nebenbei auch mal ein paar Guide-Videos und so. Will ich Titanium und Polymere kaufen. Können wir gleich machen. Kann ich was verkaufen und etwas kaufen. Können zum Auge. Jamison Mercantile. Moin. Hinten haben wir noch ein bisschen mehr. Falls du nicht fündig wirst, ich helfe gerne. Mhm. Sieh dich in Ruhe um. Kein Problem. So. Vielleicht mal wieder ein bisschen was verkaufen. Gibt es denn irgendwas, was hier was bringt? Ace Handwaffe. Gut, die haben gerade aufgesammelt. Anzug Deep Recon. Eigentlich in fast allen schlechter, als den wir tragen. Anzug Shock Trooper haben wir zweimal. Die hat auch kaum Geld, ne? Was? Obwohl, man kriegt ja auch weniger. Ich verkaufe den mal. Wie viel kriege ich denn dafür? Oh, kaufen. Ich will es nicht kaufen. Händler-Credits, das sind natürlich mehr Credits. Nein, ich wollte das nicht kaufen. Ich will auch verkaufen.
1200. Also kann man auch Geld verlieren. Willkommen. Ich will ja gleich noch einen Guide machen, wie man schnell auflevelt, noch ein bisschen Geld macht, ohne Crafting oder ohne Glitches, so ein paar Sachen. Einfach, wie man effektiv XP farmt, wie man XP auflevelt, Waffen levelt, indem man auch ein bisschen Geld macht. Ein paar andere Sachen will ich auch zeigen, aber dann soll nicht, wenn ich irgendwelche Glitches durchaus mal zeige, das mache ich ja durchaus auch mal, einen Guide dazu, dann mache ich das aber eigentlich nicht mit dem Spielstand, weil ja, das spiele ich sozusagen normal. Ich kaufe einfach mal ein bisschen Zeug hier. Ist das jetzt alles gerade? Sind noch Sachen, die mehr wert sind als das? Kann ja nicht sein. Sortiert nach Wert. Alles. Ach, verkaufen aus. Wahrscheinlich gerade. Ey. Ohne Witz. Klar kann man das jetzt ein bisschen. Aber gib mir doch ein vernünftiges. Händler kaufen. Verkaufen. Ich war eben im Schiffsinventar. Ein besseres Interface. Ich muss echt Star UI wieder installieren. So. Anzug MK1 tragen wir. Die Peacekeeper Hammer. Schalldämpfer Razorback. Die behalte ich mal. Schallgedämpfte Waffen. Eine Loregiver. Das ist die veredelte Krende. Kraftvoll, Rucksack, episch. So. Ja. So, wir legen mal neue Klamotten an. Ich bin gleich wieder da. Danke für deinen Besuch bei Gem. Ja, klar. Zum Mercantile. Alles klar. Anzug haben wir nur einen Rucksack. Nehmen wir den. Der hat ein paar weniger Resistenzen, aber sonst ist er halt einfach besser. So, Helm haben wir zwei. Was hat der? Bis zu 100 Energieresistenz und physische Resistenz. Das ist natürlich auch ein bisschen geil. So, abhängig von dem. Der hat weniger Wert. Bin ich nicht ganz sicher. Also die paar Resistenzen sind schlechter vom Standardwert, aber er verleiht halt, es steht auch nicht da, netterweise, was heißt abhängig von deiner Gesundheit. Je weniger Gesundheit ich habe, desto mehr Resistenz, würde ich davon ausgehen, damit das besser ist. So zusätzlicher Schutz, aber naja, wir nehmen es einfach mal. Sieht nicht ganz so schön aus, aber man sieht den Helm eh nicht so häufig. Ein bisschen Kleidung mal verkaufen, wir haben den Piraten-Captain, Crit Damage. 5 Gesundheit und O2. Gott, sieht das scheiße aus. So ein Hazmat Suit. Und Masse. Wir brauchen echt mehr Tragekapazität. Die ist ein bisschen knapp bemessen, finde ich, in Starfield. So, jetzt legen wir noch mal vernünftige Waffen an. Waffen. So, wir haben mal eine Shotgun. Kann ich das irgendwie nach Typ sortieren? Nee. Ich bin auch doof, dass ich echt noch kein Star UI drauf habe. So, wir haben. Wir sortieren mal nach Schaden einfach. Okay. So, die Lawgiver ist eine Shotgun. Coachman auch. Die Lawgiver hat schon mal einfach mehr. Oh, ist ein Gewehr. Sieht aus wie eine Shotgun ein bisschen, aber ist ein Gewehr. Ich habe meinen so ein bisschen sortiert. Wir haben die Lawgiver. 40, 69. Und oh, die ist einfach scheiße. Wie der Fachmann sagt, hat er mich an den Vorteile, Präzision, einfach besser halt. Und dann nehmen wir die einfach als Favorit auf den Lawgiver-Slot. Danke. Die Coachman, Distanz 20, die Coachman Hammer, Razorback, Distanz 34, aber schallgedämpft mal. Das sind eigentlich die mit der hohen Reichweite. Das sind die Sachen mit der niedrigen Reichweite. Deswegen die Coachman, das ist die mittlere. Das ist überhaupt schon so. Das ist halt 40. Coachman 20, das ist schon niedrige Reichweite. 34. Die Gewehre. Der Taktiker aus Beowulf, 48 Distanz. Der ist ganz geil.
Gib mir noch mal eine schallgedämpfte Pistole hier. Ist doch nicht so schlecht. So. Man müsste hier, wenn ich mir so Sachen angucke, gleich als Vendor-Trash das markieren können. Das wäre ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Lichtbogenschweiße. Aber es ist kein Cutter, ne? Es ist einfach ein Lichtbogenschweiße. Schweiß geht, was soll ich denn damit? Trage ich mich hier rum, ist bestimmt auch nicht so gut. Guck mal her. Hoffentlich findest du alles, was du brauchst. Ja, hoffentlich. Sieh dich in Ruhe um. Ist immer sehr freundlich. Das mag ich. Ist einfach nett. So, jetzt kann ich mal nach Schaden sortieren. Dann verkaufen wir mal den Quatsch hier. Die schlechte Maelstrom, die schlechte Grendel. Die Lichtbogenschweiße. Die habe ich noch nicht so richtig angeguckt, ich habe keinen Bock mehr. Nahkampf. Ja, vielleicht behalten wir eine Nahkampfwaffe, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Der Rattler. Das können wir mal direkt vergleichen. Das ist ja zweimal die gleiche Waffe. Beide zwei, die macht 41, aber die Schussfrequenz ist wahrscheinlich niedriger, Feuerrate 50. Okay, einfach beides 50. Die ist einfach mal geiler. Panzerbrechmunition, die hat nämlich komische Sachen, aber der Schaden ist einfach zu niedrig. Vielleicht checken wir das auch gleich mal. Okay. Weg damit. Wir können aus dem Schiff was verkaufen, das war jetzt nicht so wichtig. So, wir können Sachen kaufen. Ich wollte ein paar Ressourcen kaufen. Idealerweise Titanium. Oder Titan heißt das auf Deutsch. Kaufen einfach mal alles. Und Polymere heißen auf Deutsch auch einfach so. Polymer, okay. Da. Wenn ich gerade hier bin. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da bin, ne? Werde ich übrigens einfach mal kurz mir ein paar von den Ressourcen kaufen. Das müsst ihr im Let's Play nicht sehen. Das schneide ich mal eben raus. Bis gleich. So, die Einkaufstour ist vorbei. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Vlad, würde ich sagen. Können wir bei Vlad vorbeischauen. Die neuesten Sachen über die Tempel sagen. Gucken, ob er neue Koordinaten hat. Sind schon wieder überladen oder warum verlieren wir selbst beim normalen Laufen? 149, okay. Ja, beim normalen Laufen verlieren wir ja immer noch. Wir gewinnen keine. Verlieren nicht an CO2. Ich habe die Smart Gun mal gekauft und die ganze Zeit im Inventar benutzt sie überhaupt nicht. Die will ich mal Andrea geben. Just for lols. Muss ich mal jetzt erstmal wieder einen vernünftigen. Oder mal gucken, welche Waffe ich Andrea gebe. Ich weiß gar nicht, mit welchen Waffen sie besonders gut ist. Da ist sie. Das Schiff ist größer als das von Papa. Tja, Papa. Hast du nicht so ein geiles Schiff wie ich? Nicht schlafen gehen, Andrea. Ist auch geil, dass wir zusammen irgendwie da drin. Also später dann da drin pennen können. Und die anderen stehen einfach nur doof rum. Andrea, ich muss mit dir reden. Hi. Ich möchte, dass wir zusammen spielen. Ich bin an deiner Seite. Tja, du bist's, Andrea. Was? So ist es, Sam. Wir sehen uns später. Was? Was ist das denn für Dialoge immer? Walter ist auch da. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas anderes. Ich wollte gucken. Ja, ich wollte nicht schlafen. Ich bin Andrea, komm her. Ich muss mit dir reden. Tut mir leid, hab ich gerade wieder hingelegt, ich weiß. Hier, ich habe etwas für dich. Okay. Das ist aber nett. Ach, ist nur eine Kleinigkeit. Ich dachte, es könnte dir gefallen. Oder du kannst es gebrauchen. Oder, naja, irgendwie so. Danke, das ist aber lieb. Natürlich. Wir sind doch Partner, oder? Ich halte in Zukunft die Augen offen. Und wenn ich etwas sehe, hebe ich es vielleicht für dich auf. Okay, nicht gleich wieder hinlegen. Ich wollte mit dir reden. Brauchst du etwas? Ja, richtig. Achso. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Erstmal gucke ich jetzt nochmal meine Crew. Kann ich meine Crew angucken? Das ist bei Schiff? Nee. Bei Skills?
nicht mal die Hälfte. Sternkarte. Status. Charakter, allgemein, Erkundungsschiff, Mission, Kampf. Kann ich mir jetzt gerade meine Leute angucken? System. Habe ich jemals System gedrückt? Okay, das ist einfach das. Wo ist das liegen? Status. Crew, da. Darüber kam ich. Ah, okay. Andrea. So, Andrea hat Teilchenstrahlwaffen und Energiewaffen. Energiewaffensystem ist natürlich fürs Schiff und sonst ballert sie gerne mit Teilchenstrahl. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Das ist was anderes als Laser, oder? Teilchenstrahlwaffen. Wir können an unseren eigenen Skilltree mal kurz gucken. Hier. Teilchenwaffen gehört als ausgefallene Waffen, können im Kampf aber eine verheerende Wirkung haben. Das ist was anderes als Laserwaffen, ja. Okay. Ich glaube, ich habe noch keine einzige Teilchenwaffe. Welche Partikelwaffen? Welche Waffe gebe ich ihr denn dann? Ich trage selber so viel rum und nutze gar nicht wirklich alle, aber. Vielleicht gebe ich ihr die Peacekeeper. Ah, nee, die Smart Gun. Wie viel Munition haben wir für die Smart Gun? 600 Schuss, das ist schnell weg. Also, ich habe jetzt einfach Bock. Andrea kriegt jetzt bei mir die Smart Gun. Ich habe Bock, dass sie damit rumschießt. Ja, kann ich helfen? Das ist eine harte Sau. Wenn du etwas brauchst, bedien dich ruhig. Okay, danke, das ist nett von dir. Sie hat schwere Teilchenzünder. Hat sie keine Waffe? Andrea. Munition hat sie und das war's. Okay. Dann kriegst du jetzt von mir, Andrea, hier eine Smart Gun. So nett bin ich zu dir. Das ist gut, oder? Kann sie noch irgendwie ausrüsten? Dass sie nehmen ist das. Mit Linksklick nehme ich die einfach zurück, oder? Wir gucken einfach, ob sie die jetzt automatisch benutzen müsste eigentlich. Bitte sehr. Gut. Ja. Auf Wiedersehen. Unsere Kommunikation ist gar nicht awkward immer. Aber wir verstehen uns sehr gut, Andrea. Das ist ein super Team. Wie kann ich dir helfen? Gerade gar nicht. Aber danke für die Nachfrage. So, wir fliegen jetzt mal zum Vlad. Tempel angucken. Und dann haben wir prinzipiell die Sache mit Neon. Hier, der Walter ist da hinten schon im Gepäck und wartet darauf. Fluglaufbahn berechnet. Klang ganz interessant, ich möchte Neon auch ganz gerne mal sehen. Fester Orbit erreicht. Ruckelt das Interface wieder so. Nach dem neuesten Patch habe ich gedacht, ich habe ja einmal die Dings nicht drauf, Star UI, aber ich habe auch Dings nicht, hier das, dass diese ganzen Schriftsachen nicht so ruckeln. Das dürften eigentlich auch mal selber fixen, ehrlich Wie gesagt. Wie kommst du so zurecht, Andrea? Hilft unser gemeinsamer Kontakt dir dabei, dich an dieses neue Leben zu gewöhnen? Ja, ich würde sagen, die nötigen Vorkehrungen wurden getroffen. Am schwersten fällt es mir, mich an kleinere Bräuche und Verhaltensweisen anzupassen. Zum Beispiel? Mal überlegen. Oh ja, eine Sache ist besonders seltsam. Wenn man niest, sagen manche Leute, Gott segne dich. Ist es nicht seltsam, aufgrund einer bloßen Körperfunktion Absolution zu erteilen? Sicher gab es irgendwann mal einen guten Grund dafür, aber leider... Schade, das Gespräch habe ich schon mal gehört. Zu schade. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hätte den etymologischen Sinn dieser Phrase gerne verstanden. Das sollte nicht nötig sein, Andrea. Es reicht aus, sich gegenüber anderen zuvorkommen zu verhalten. Mal für Dialoge führen, die Leute im Schiff. Präzise angedockt. So muss das sein.
Das höre ich öfter von Frauen. Sehen wir mal, wie es Wladimir geht. Deswegen sind wir hier. Benötigen Sie meine Hilfe? Da kommen sie auch bis nutzlos vor. Da soll man einen Sprachkurs machen bei Alexa, wie man vernünftig spricht. Was, Goal? Dann schauen wir weiter. Vlad? Ach da, ich dachte schon, was passiert. Ich hab vergessen, ein paar Gleichungen zu checken. Gehirn kaputt. Werde vergesslich. Gehirn kaputt, wir kennen es nicht. Ja, ich muss heute noch einen Satz pumpen. Bin faul geworden. Meine Schulter ist steif. Der ist super, der Vlad. Erstmal Planetendaten kann man ihn verticken. Und die Dunkelheit wird um eine Kerze mehr erhellt. War es doch nicht. Oh, es hat nicht gereicht, weil es nicht auf 100% war. Ich habe es fast befürchtet. So, ich möchte mehr Artefakt-Tempel. Das Auge zeigt Anzeichen von noch so einer großen Anomalie. Hier, drück das Glück. Drück das Glück. Okay. Noch was? Ich habe so lange die Scans mit Augen beworfen, dass in meinem Kopf Sternsystem. Dann kauen wir wann anders Worte. Wir kauen ein andermal Worte. So, wir schauen jetzt. Was gibt's? Nichts, ich habe nicht mal in deine Richtung geguckt. So, was wollen wir als nächstes so richtig machen? Bier her. Guter Wolf. Das ist ein guter Wolf. Ach, das. Geld macht's möglich. Also Neon finde ich auf jeden Fall interessant. Sachen unten sind alle abgeschlossen. Also Neon ist weit oben auf der Liste. Und eine weitere Kraft von Vlad. Das will ich ganz gern machen. Und ich finde, das klingt doch gar nicht so schlecht als Plan dann für demnächst, oder? Das heißt, ich sage mal, die Kraft heben wir uns noch auf. Erst Neon. Neon klingt spannender. In der nächsten Folge fliegen wir nach Neon, gucken, was der Walter da will und gucken mal, wie es da aussieht. Bis dann. Ciao.